Hi, in dieser Woche haben wir ein relativ überschaubares Thema, denn es geht um mehr als 0 und 1. Das ist ein Buch von Bert Döbli-Honegger, seines Zeichens Informatiker in der Schweiz. Und er hat dieses Buch zusammengeschrieben, um eben aufzuzeigen, dass gerade im Bildungsbereich das Digitale nicht immer dem Analogen, wenn man es denn so nennen möchte, gegenübersteht. Und dass es entweder das eine ist oder das andere. Ja, also entweder 0 oder 1, sondern es gibt ganz viele Grauschattierungen zwischen diesen Polen, Schwarz und Weiß. Und genau das beschreibt Honegger oder Döbli-Honegger in seinem Buch Mehr als 0 und 1. Und dieses Buch wird aber auch begleitet von einer Sammlung an Argumenten für und wider das Digitale in der Schule. Wenn man genau hinschaut, ist es tatsächlich eher eine Sammlung mit Argumenten für das Digitale. Aber diese Sammlung ist in einer Art und Weise strukturiert und aufbereitet, sodass man von Argumenten, die von Digitalgegnern, in Anführungszeichen, häufig findet, sehr schnell aufdecken kann, einordnen kann und dann eben häufig auch eine wissenschaftlich begründete, Auseinandersetzung damit zur Hand hat, um diesen Argumenten zu begegnen. Und genau das sollt ihr machen. Ihr sollt euch diese Sammlung einmal anschauen und überlegen, ob ihr vielleicht in diese Argumentationsmuster hineinfallt. Und ihr könnt in diesem Wiki, denn das ist es, ein Wiki im Netz, könnt ihr auch bearbeiten, glaube ich, sodass ihr dort dazu beitragen könnt, dass diese Sammlung in Zukunft weiter wächst. Und ich glaube, dass diese Sammlung sehr sinnvoll ist zu kennen, um in Zukunft Gespräche zu führen mit Personen, die eben darüber entscheiden, ob man im Bildungskontexten bestimmte Dinge digital lösen kann und oder sollte oder ob man es besser nicht macht. Und an der Stelle möchte ich nochmal betonen, es bringt, glaube ich, nichts in Zukunft, diese beiden Pole gegeneinander auszuspielen, sondern es wird immer irgendwo einen Mittelweg geben. Und wir müssen, finde ich, ganz persönlich einen Weg finden, dieses Digitale in unseren Alltag zu integrieren und gar nicht mehr zu hinterfragen, wollen wir das ein so oder wollen wir es anders, sondern einfach nur schauen, welches Ziel wollen wir eigentlich erreichen und dann die entsprechenden Medien dafür auswählen. In diesem Sinne, das wird unser Diskussionsthema in der nächsten Sitzung sein und hier sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.